Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley und willkommen zu One Big Mission Episode 2 und es geht auch direkt los mit einem Match. Wir befinden uns im Halbfinale, spielen gegen ein Fünferverteidigung. Und ja, wie ihr wisst, tue ich mich damit meistens ein bisschen schwer und mein Team ist natürlich noch nicht ganz so gut und mein Gegner hat gute Spieler, schnelle Spieler, geht 1-0 in Führung nach 18 Minuten. Das macht aber nichts, wir geben natürlich nicht auf in solchen Situationen, erkämpfen uns hier den Ball zurück, beziehungsweise bekommen ihn geschenkt, sind dann wieder frei vom Tor und BÄM, da ist das 1:1 von Dotz. Und er jubelt ausgelassen, ja, viele von euch sagen, jubelst du immer so lange? Ja, warum nicht? Warum sollte ich nicht so lange jubeln? Und hier sehen wir es leider, die Spieler sind leider viel schneller als meine schicke Latte, noch nie gehört, liegt quer. Schiebt das Ding unterm Torwart ins Tor. Pepe macht es 2:1. Wir rennen also wieder im Rückstand. Hinterher, Ecclestone ist dann durch, kurz vor Pause. Schafft es leider nicht, das Ding hier im Tor unterzubringen. Und somit steht es weiterhin 2:1. Hier nochmal kurz vor der Halbzeit. Dotz zieht nach innen. Dotz versucht das Roulette und Dotz wird dabei gefoult. Das gibt einen Elfmeter. Den nehmen wir natürlich dankend an, auch wenn man den nicht unbedingt pfeifen muss. Ecclestone ist meines Wissens nach der Beste, den wir haben. Den verkacken wir leicht. Trotzdem hauen wir ihn unter die Latte. Der sicherste Elfmeter, den man schießen kann. Und hier der Flying Bird. Ja, Elfmeter immer leicht versetzt unter die Latte knallen. Da kommt fast kein Torwart dran. Hier ist Dotz nochmal kurz vor der Halbzeit durch. Dotz. Weiterhin 2:2. Erste Halbzeit ist vorbei. Hier seht ihr mal kurz die Halbzeitstatistik. Ich bin also drückend überlegen. 58% Ballbesitz. Alles andere ist richtig gut. Er hatte 2 Schüsse aufs Tor, die waren natürlich beide drin. Hier ist wieder Dotz, lässt die alle stehen. 1-2 Stepovers, passt raus auf West. West ist nicht der Beste, kann aber flanken. Dotz ist wieder da. Schöner, indirekter Doppelpass quasi. Und Dotz macht jetzt auch den Flying Bird. Damit gehen wir 3:2 in Führung, 70. Minute. Und ich dachte schon, ja, das haben wir jetzt hier im Griff. Denkste, ist nicht, legt 1-2 mal quer und da ist er natürlich der Defendi. Warum ist der Defendi eigentlich im Sturm? Keine Ahnung. Kurz vor Schluss haben wir nochmal richtig Glück, dass Defendi das Ding vergibt. Und wie ihr seht, 3:3, es geht also in die Verlängerung in diesem Spiel. Und da ist Pepe, den grätschen wir aber sowas von gekonnt weg, dass der Ball nicht aufs Tor kommt. Und hier eine ähnliche Szene, ein bisschen rumgestocher hier und wieder Schuss, wieder weggegrätscht. Eindeutig erste Klasse von unseren Verteidigern. Wenn sie schon nichts können, dann können sie wenigstens grätschen. Das ist das Wichtigste. Und hier sind wir durch. Ecclestone macht das Ding. 110. Minute, wir gehen wieder in Führung. 4:3. Das soll es doch jetzt hoffentlich wohl gewesen sein. Noch 2 Minuten regulär zu spielen. Wir erkämpfen uns nochmal den Ball. Dotz wieder das Roulette. Dotz ist fast schon wieder durch. Dotz wird... Hä? Okay. Dieses Mal war es mit Sicherheit kein Elfmeter. Macht nichts. Wir machen den ganz elegant Ecclestone mit einem kleinen Chip. Er ist halt kein Pirlo. Er kann es leider nicht so gut. Trotzdem, wie ihr seht an der Uhr, wir bringen das Ding über die Zeit. 4:3 gewinnen wir im Halbfinale und damit stehen wir zum ersten Mal in dieser Serie im Finale eines Turniers. Und das, obwohl meine Mannschaft gar nicht mal so gut ist. Die spielt sich auch nicht wirklich gut, haben ein bisschen Glück, dass wir nicht komplett überrannt werden. Und ihr seht, es ist Happy Hour. Es ist Happy Hour. Ich habe hier ein paar Spieler gekauft, weil das letztens mit den Formationen nicht so gut geklappt hat. Nee, Moment, die Spieler wurden verkauft. Das Kaufen habe ich euch ja schon gezeigt. Wir haben einen Promo-Pack bekommen, weil es gerade in der Web-App ein wenig Belohnung gibt. Also einmal am Tag einloggen, dann kriegt ihr ein wenig Unterstützung von EA. Und was machen wir in der Happy Hour? Natürlich, wir kaufen Formationskarten. Ganz einfach, Maximalpreis angeben. Und ihr müsst jetzt ungefähr wissen, welche Formationen gehen für wie viel. Und ich empfehle da immer wieder 3-5-2 und alle Viererverteidigung. Also 3-5-2, 4-5-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2. Die kann man alle richtig günstig schießen über Gebot in der Happy Hour, weil da einfach ein riesengroßes Überangebot auf dem Markt ist. Ich biete zuerst relativ wenig, sehe dann, na, es gibt noch mehr Leute, die mitbieten, da ja die Gebote mittlerweile kostenlos sind in der Web-App, ist das ein bisschen schwieriger geworden. Aber ihr seht hier, ich habe einige Formationen geschossen und ich habe im Laufe des Abends, also ich habe ungefähr das 1,5 Stunden gemacht, immer mit Pausen zwischendurch und ich habe im Laufe des Abends noch mehr Formationen geschossen. Ihr seht, alle Coins aufgebraucht, habe dann wieder ein paar draufgestellt. Die sollen sie dann auch verkaufen und so geht es weiter und so weiter. Aber jetzt erstmal ins nächste Spiel. Finale steht an und unser Finale machen wir gegen La Padilla. Pandilla, mexikanisches Team. Habe ich noch nie gespielt gegen ein mexikanisches Bronzeteam. Das sieht aber echt gut aus. 4-5-1 tue ich mich sowieso wahnsinnig schwer dieses Jahr.
Und ihr werdet auch gleich sehen, woran das liegt. Also, er hat schnelle Außen und zweikampfstarke Mittelfeldspieler und überläuft uns mit denen einfach. Hier ein richtig schöner Pass, er zieht einfach ab und unser Torwart kann da gar nichts machen. Dafür hat er zu wenig Chemie, unsere Verteidigung hat zu wenig Chemie, um gut zu stehen. Da hat er seinen Vorteil eiskalt ausgenutzt und war auch richtig gut gespielt. Verdient dieses Tor, 1:0, 45. Minute. Hier ist Dotz wieder, Dotz legt auf Ecclestone, Ecclestone schickt dann Dotz, schöner Doppelpass, ein bisschen, ja, nö, würde ich sagen, war schon gut, am Tor vorbeigelegt, macht das Ding dann wieder sicher rein, wie ihr wisst, wenig Chemie, da laufe ich immer noch einen Schritt mehr, dass das Ding dann sicher reingeht und der signatorische Flying Bird, da dachte ich, mit 1:1 gehen wir jetzt hier in die Pause und können in der zweiten Halbzeit nochmal richtig schön angreifen. Ja, denkste, hier setzt er sich schön durch und der Abpraller kommt natürlich auch zu seinem Spieler. Der Lucho 203 schießt das 2:1 noch kurz vor dem Pausenpfiff. Ihr seht auch, mein Gegner ist mir überlegen, hat mehr Ballbesitz, hat mehr Chancen. Das Ding ist nicht so knapp, wie ich es mir gewünscht hätte. Ecclestone vergibt hier leider eine relativ gute Möglichkeit mit seinem schwachen Fuß. Und da seht ihr mal, was so die Stärke vom 4-5-1 ist. Die offensiven Mittelfeldspieler, wenn die schnell genug sind, laufen die schön mit. Hier verkacken wir das leider ein bisschen. Die laufen schön mit, auch die linken und rechten Mittelfeldspieler haben gute Laufwege und wenn die halt schnell sind, kann man schöne Over-the-Top-Bälle spielen, schön die Leute schicken und dann sehe ich natürlich mit meiner Verteidigung relativ schwach aus dagegen. Hier zieht er nach der 3:1-Führung in die Mitte, macht das Ding, verkackt es eigentlich mein Torwart, hilft ihm ein bisschen. Es steht 4:1, das ist wohl gelaufen. Komplett offensiv gestellt, was soll ich auch anderes machen? Sparrow, Captain Jack Sparrow setzt sich dann durch, haut das Ding in die Maschen am Torwart vorbei. 4:2, nur noch 15 Minuten zu spielen. Da dachte ich mir, oh, vielleicht geht da noch was, aber wie ihr es ja schon an der Zeit seht, 90. Minute, das Ding ist leider vorbei. Das heißt, wir verlieren das Finale. Okay, muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel mehr erwartet mit dem Starterteam, gerade weil man auch wirklich auf gute Teams trifft im Bronze Cup. Und das war für mich das Maximale, was rauszuholen war. Ein bisschen mehr Glück hätten wir vielleicht auch gewinnen können gegen einen etwas schwächeren Gegner. Aber ja, so ist es leider gelaufen. Und hier seht ihr, ich habe wahnsinnig viele Karten bekommen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt stelle ich die einfach mal auf den Markt. So mindestens das Doppelte, teilweise das Dreifache oder noch mehr kann man die locker verkaufen. Ihr könnt euch auch mal die Preise ansehen, für wie viel ich die verkaufe. Kleiner Tipp, in der Happy Hour selbst, diese hier geht gerade 24 Stunden, warum auch immer, in der Happy Hour selbst lassen sich die Karten natürlich nicht ganz so gut verkaufen. Am besten, ihr ballert richtig viel Geld rein, kauft die Karten billig, lasst sie in der Beobachtungsliste und dann 1-2 Tage später stellt die alle auf den Markt und ich verspreche euch, ihr macht 200, 300, teilweise 400% Gewinn mit jeder Karte. Aber ihr seht trotzdem, es haben sich einige Karten verkauft. Wir haben jetzt 16.000 Coins und haben immer noch einen Haufen Karten auf dem Tauschstapel und teilweise auch auf der Beobachtungsliste. Also wirklich richtig gut aus 6.000 erstmal 16.000 Coins gemacht. Und hier seht ihr das erste Team, was ich mir jetzt zusammenstellen werde. Hier seht ihr ein paar Spieler. Zwei Spieler werden noch fehlen. Ihr könnt auch schon die Formation erahnen. Ihr könnt ja mal in den Comments raten, welche Spieler das sein werden. Es wird ein Hyundai A-League Bronze-Team. Richtig gute Spieler, kann ich schon mal vorwegnehmen. Richtig gut. Das war's für diese Folge mit One Big Mission mit Mr. McCauley. Ich sage vielen, vielen Dank. Gebt mir doch ein Abo oder ein Like, wenn ihr Bock dazu habt. Ansonsten bis bald, euer Mr. McCauley. Ciao. Ein Leben ist viel zu kurz. Und solange ich lebe, will ich Spannung haben. Ich fühle mich gesund und fit und freue mich,